Moin meine Freunde, das ist Mike Müsli und herzlich willkommen zurück zu Pokémon der Roten Edition. Im letzten Part haben wir den sechsten Orden uns erlangt im Kampf gegen Pyro hier auf den Zinnoberinseln. Und Ibitak hat erfolgreich Bohrschnabel noch gelernt, total geil. Und hat sich auch gut aufgelevelt, er ist jetzt schon wieder näher dran auf jeden Fall. Braucht zwar noch einige Level, noch sechs glaube ich, aber er ist auf jeden Fall schon nah dran. Am Ganzen haben wir noch Tränke. Ein Übertrank noch, heißt, wir brauchen neue Tränke. Das ist natürlich wichtig. Kaufen. Kaufen wir 10 Stück, wie immer. Ja, also jetzt möchte ich noch sagen, man sollte immer einige Items bei sich tragen. Haben Sie keinen X-Angriff? Es ist in Kämpfen sehr nützlich. Alles klar, Bruder. Oder Schwester oder whatever. Wir brechen nach Norden aus, denn es gibt noch zwei Orden, die wir brauchen. Die meisten davon haben wir. Es gibt zwei Orden, die wir davon brauchen und zwei, die meisten davon haben wir. Macht halt wieder gar keinen Sinn, okay. Nein. Aber brauchen wir noch zwei Orden? Eine ist in der Stadt, wo wir bis jetzt nicht reingekommen sind. Wo der andere ist? Bin mir unsicher gerade. Auf jeden Fall wird Ibitak versuchen noch weiter aufzuleveln und weiter nach oben zu kommen. Denn hier geht's ab. Weiterhin. Die Trainer waren zuletzt recht stark. Jetzt sind sie wieder ein bisschen schwächer, aber das ist auch durchaus in Ordnung. Ach gut, Level 35 sogar schon. Bohrschnabel. Macht ordentlich Schaden. Perplexi ist ein bisschen asozial, ja, ein bisschen nervig. Aber wir regeln das mit Klingensturm am Ende. Siehste. Nun Tentacher. Ja, auch nicht so stark. One-Hit KO. Seemon. Cooles Pokémon war jetzt auch nicht. Also schon von den Wasser-Pokémon schon ein starkes, aber ja gut, okay. Mit Volltreffer hat es überlebt. Gute Verteidigungswerte auf jeden Fall. Aber gehen wir Furien stark, überlebt ist er nicht. Ach Gott, wieder so ein nerviges wildes Pokémon. Wieder mal ein Tentacra. Haben wir ja schon 500 Mal gesehen, das ist gerade mal Level 5, wird mich verarschen oder was? Danke. So, was hast du? Zwei Pokémon. Vielleicht sind die ein bisschen stärker dann. Level 35 oder so. Sterndu, naja, gut. 33 ist eine zumindest. Sollte aber Ibitak auch kein Problem mit haben. Sogar Volltreffer von One-Hit KO. Für Sterndu. Richtig geil. Level 36. Ja, Mann. Und Schiller, ui. Okay, ja. Level auch 33. Ja, der überlebt schon mehr. Das ist Aquaknarre ein, hallo. Und down. Könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich auch super freuen, wenn ihr das tun würdet. Und vor allem läuft ja momentan die Europe Empire wieder, könnt ihr auch wieder gerne reingucken. Schockt auf jeden Fall. Wir nutzen mal wieder einen Schutz, weil
Bringt er einfach hier nichts. Leicht müde. So, was hast du zu bieten? Ja, nur ein Pokémon. Okay, Level 35, dann oder was hier? Starmie hier, 37, okay, ja. Ein wenig anspruchsvoller, aber nicht so viel. Nicht so schlimm. Aber Starmie sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Okay, auch sieht auch ganz cool aus. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt sowieso so Glück haben, weil wir hier die Farbversion spielen. Also eine gefärbte Version. Im Original ist es ja alles schwarz-weiß eigentlich. Ich habe Glück, dass wir hier so eine Version spielen mit so einem Patch sozusagen. Ah, okay, zwei Angler. Oder was? Mit Capador? Nee, mit Muschas. Aua, Aurora Strahl ist echt asozial. Das hat sich sogar gereimt. Wow, gut, außer das hat eine sehr, sehr hohe physische Verteidigung. Ja, sag mal, ist schon wieder Weihnachten. Oder wenn man in Bayern sagen würde, oh, zopf dies. Das passt doch eigentlich gar nicht, aber das ist trotzdem bayerisch, das sagt man halt so. Alter, Brite. Au, du. Ach, du. Er ist ja sehr effektiv gegen Flug-Pokémon, ne? Ja, irgendwann müssen wir fliegen probieren. Dann müssen wir gucken, ob das Flash mehr Schaden macht. Aurora Strahl hilft zumindest einmal nicht. Aber macht er gar keinen. Bruder. Null. Wir wissen, dass er voll unterlevelt eigentlich ist. Müssen wir aber dann doch Garados mal ranlassen. Weil selbst der gegen Aurora Strahl ein Problem haben dürfte. Aber der Superschall ein, was nicht trifft. Und ich, ja, mit Surfer geben wir ihm dann den Rest hoffentlich. Ist halt nicht sehr effektiv, ne? Ja. Halbe Schaden halt nur und dann, ja, reicht's nicht. Gut, bis. Ich sag Level 37. Alter, das geht gerade richtig schnell, der letzte Part. Richtig nice. Warum ist auch wieder ein Item hier? Hypertrunk für den guten Ibitak, Mann. Miau. Oh, Golking. Ja, gut, das kennen wir auch schon mittlerweile ganz schön ordentlich. Eigentlich nichts Besonderes. Standard-Pokémon in der ersten Generation. In späteren Spielen wird es immer weniger dann, weil jede Generation so ein eigenes Standard-Fisch-Pokémon hat halt und deswegen halt, ja, drückt es im Hintergrund, aber trotzdem, okay, interessant. Und? Na. Oh. Tschüss. Oh Mann. Denken Sie, könnten mich besiegen? Traut weiter. Na, sind die noch Trainer?
Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen cool, wenn hier keiner mehr wäre. Na, na, oh! Jesus, Maria und Josef. Ja, genau. Ja, ja, wirkst du noch voll rein, siehst du schon. Ja, ihr seht meine Genauigkeit halt noch mehr. Oh, Mann, ey. Alter! Danke. Beim sechsten Mal dann auch gecheckt. Den Toxer. Ist er stark? Ich hoffe, dass es das killen. Nein, okay. Giftstarre soll ich aber überleben. Ja, okay, geschafft. Level 38 für Ibitak. So, ich glaube, ich habe oben schon das Ufer gesehen. Kann sein, vielleicht war es auch ein schwimmendes Haus oder sowas, keine Ahnung. Irgendein Domteur-Glatztopf-Typi hier wieder mit dem Tacher. Ja gut, Level 31 ist jetzt nicht die Nummer. Weil wir das auch vorhin noch hatten bei Dings. Hier. Die Austausch, das hat ja auch ein Level 31, war trotzdem schon heftig, aber. Gut, okay, hat doch gestern den Angriff von Ibitak gesenkt. Daher. So, kein Problem. Mit dem. Ja, und dem auch fertig. Tentoxer. Wird das reichen, Tentoxer? Ja, natürlich wird das reichen. Tschüss, Tentoxer. Und hallo. Hohe See und willkommen zurück. Ich glaube, hier beenden wir den Part. Das wäre, glaube ich, ganz passend eigentlich. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like, damit mich super freuen. Dann könnt ihr auch bei Europe Empire wieder reingucken. Oder bei anderen Let's Plays auf dem Kanal findet ihr einige Videos. Mittlerweile noch alles in Playlist sortiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Also nicht Speicher vergessen, ne? Bis dann. Und ciao.